Hallo, hier ist der Kinocast und mein Name ist Negan. Und ich hoffe, dass euch der Kinocast gefällt. Ansonsten hört euch diesen Scheiß gar nicht erst an. Der Kinocast. Willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mittlerweile bei der 490 sind wir. Ich begrüße die Kate hier mit im Studio. Hallo. Hallo, Erik. Ja, ich bin's, der Erik, genau. Und diesmal ist eine etwas untypische Folge, denn wir waren ja nicht in der Sneak Preview. Aber wir wissen ja, was kommt oder was gekommen ist, was sich die anderen angeschaut haben. So, vermutlich, sagen wir mal so. Ja, wir haben leider keine Bestätigung vom Kino bekommen, aber ist wohl... Ja. Vermutlich kam Battle of the Sexes mit Emma Stone und Steve Carell, wo es um ein, ich glaube nach wahren Begebenheiten, um ein Spiel ging von Frauen gegen Männer im Tennis. Also nachdem wir... Was? Ich glaube, ich habe den Trailer gesehen und es geht halt um zwei Weltstars im Tennis und sie... regt sich sehr darüber auf, dass da hier noch so unterschieden wird und die Männer irgendwie das Sechsfache an Gage bekommen und Gehalt bekommen und Preisgelder bekommen wie die Frauen. Und sie zettelt dann quasi so eine Art Revolte an und sagt so, ich bin besser als meine männlichen Gegner. Und darum geht's wohl in diesem Film. Mhm, okay. Nachdem wir ja letztens schon so einen Tennisfilm in der Sneak Preview hatten, gab es dann jetzt also nochmal den zweiten Tennisfilm innerhalb von wenigen Wochen. Ich weiß nicht, ob er gut war, dadurch, dass wir auch keine Abstimmung auf Facebook gemacht haben, weil wir ja nicht genau wussten, was kam oder ob es vielleicht doch nicht kam. Wir warten dann noch das Offizielle ab. Dann kann ich auch nicht sagen, ob der gut war, ob der jetzt gefallen hat oder nicht. Und wir haben auch keinen Tipp jetzt für morgen. Das heißt, wir gehen dann morgen einfach so und gucken mal, was da so kommt, so völlig... So richtig Sneak Preview-mäßig, wie ich das so kenne, eigentlich aus Gera damals. Ja, dass eben gar kein Tipp da ist. Das ist auch nicht schlecht. Ich war aber. Ja? Wolltest du mal sagen? Ja, ist halt anders. Ja, das ist halt eine richtige Sneak Preview. So muss das sein. Ja. Ich habe aber noch einen Film gesehen, den ich ja auch gucken wollte, nämlich Geostorm. Und zwar war ja, der Film, der sah ja schon nicht so gut aus, ne? So vom Trailer her und von der Story her. Aber an sich solche Weltuntergangsszenarien, die können manchmal ziemlich lustig sein. Und deswegen habe ich mir den mal angeschaut. In dem Film geht es darum, dass Gerard Butler mehr oder weniger die Welt retten muss. Nachdem er das ja schon bei Olympus Has Fallen und London Has Fallen und sowas gemacht hat. Hier allerdings ein bisschen anders, sondern er ist ein großer Wissenschaftler, der im Weltraum ein umspannendes System von Satelliten entwickelt hat. Weil, wie man es jetzt so aus den USA kennt, gab es viele so Naturkatastrophen und durch die Zerstörung der Welt und durch den fehlenden Umweltschutz ist es halt immer mehr geworden. Und da hat Gerard Butler damals ein weltumspannendes Netzwerk an Satelliten entwickelt, die mit kleinen Möglichkeiten Einfluss nehmen können auf Wetterphänomene. Das heißt, wenn da irgendwo so ein Hurricane am Entstehen ist, dann ist der ja meistens noch relativ klein. Und wenn da ein dichtes Netz an Satelliten im Weltall kreist und man kann hier die schießen da irgendwelche Dinger da rein in den Hurricane und dann schwächt er sich ab. Also die können da irgendwie den Druck und die Temperatur und sowas beeinflussen mit irgendwelchen kleinen Mitteln. Und das hat er alles entwickelt und das war damals ein riesen Kraftakt mit etlichen Nationen zusammen natürlich. Also irgendwie 17 Nationen auf der ganzen Welt mussten da an einem Strang ziehen, so die größten. Und da ist dieses Netzwerk quasi online gegangen. Jetzt ist es so, dass damals das eben unter Führung der USA mehr oder weniger entstanden ist, aber trotzdem die ganzen Nationen alle zusammengearbeitet haben an diesem Netzwerk. Das soll aber jetzt quasi diese
Führerschaft, so ähnlich wie es bei der UN ist. Da wechselt ja immer mal der Vorsitz. Und so soll das jetzt hier auch sein, dass es quasi in die Vereinte Nationen Hand gegeben wird und dass dann quasi jemand anders mal für eine gewisse Zeit dieses Netzwerk kontrollieren kann und so, damit es auch nicht nur immer in einer Hand ist. Und just da passiert es, dass da ein bisschen was schief geht. Da wird zum Beispiel ein Satellit funktioniert nicht mehr richtig und der bringt mitten in Afghanistan plötzlich mal so eine übelste Frostwelle in so ein schießt da so ein Dorf, ne? Das erfriert dann alles und die Menschen, die sind quasi in ihrer Bewegung erfroren. Das heißt, die Leute kommen dann dahin, mitten in der Wüste ist so ein Dorf, was völlig, völlig eingefroren ist und die brechen dann auch so auseinander, wie der Terminator, der da so eingefroren war. Die Menschen, also wirklich schockgefrostet und dann auch in Asien irgendwo, da ist einer, der arbeitet und fährt dann so mit seinem Smart und mit einmal wird die Erde ganz heiß und fällt ihm noch so ein Ei runter und das brutzelt dann auf dem Erdboden und da wird die ganze Stadt auch ausgelöscht und ja, also diese Satelliten spielen irgendwie verrückt und man weiß nicht genau, was los ist. Inzwischen hat man Gerard Butler auch, der war da irgendwie so ein wissenschaftlicher Leiter von dem Ganzen, dem hat man seine Leitungsposition weggenommen, weil er da ein paar Meinungen vertreten hat, die nicht opportun waren gegenüber den Oberen und so. Und sein Bruder, das bringt natürlich dann die Brisanz noch rein, Familienzwist, sein Bruder übernimmt die Leitung des Ganzen. Als dann natürlich das alles am Schiefgehen ist, da holt sein Bruder ihn wieder zurück. Er muss quasi das alles retten, was da so schiefgegangen ist, weil er ist auch so der Einzige, der es von der Pike auf kennt. Und er muss dann in den Weltraum fliegen, wo da die große ISS ist, von der aus das Ganze kontrolliert wird. Und ja, da ist dann sogar eine Deutsche oben, hier die Alexandra Maria Lara. Achso, ich habe noch gar nichts von den restlichen Schauspielern gesagt. Spielt nämlich zum Beispiel noch Andy Garcia mit, der spielt den Präsident der Vereinigten Staaten. Ed Harris spielt noch mit, der ist so ein, was ist der, Premierminister oder sowas von Vereinigten Staaten. Jim Sturgess, der spielt den, ich glaube, sein Bruder, den Bruder von Russell Crowe, ich beinahe gesagt, von Gerard Butler. Wen haben wir noch? Abby Cornish ist noch mit dabei. Jedenfalls, er holt ihn dann wieder zurück und muss dann in die Raumstation und da ist er natürlich einer großen Sache auf der Spur. Ach ja, in der Raumstation, da hat auch nicht alles so funktioniert. Da hat zum Beispiel einen voll so zum Fenster rausgesaugt da. Ja, da gab es irgendwie einen Druckabfall und so, da ist auch nicht alles ohne. Und man nimmt natürlich an, dass da irgendjemand im Spiel ist, der nicht will, dass dieses Projekt weiter besteht und so. Sabotage, mehr will ich mal. In die höchsten Kreise reicht das, in die höchsten Kreise, eine Verschwörung. Ja, also mehr will ich mal nicht sagen. Was mich ein bisschen verwirrt hat, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass in dem Trailer irgendwas von Emmerich stand, weil bei dem Film selbst... Hast du Emmerich nie im Leben? Ja, irgendwie produziert oder sowas oder irgendwas. Weil davon habe ich jetzt irgendwie nichts mehr gesehen bei der Vorbereitung jetzt, wo ich mal geguckt habe, wer da so im Cast ist. Also der Regisseur ist Dean Devlin. Der hat eigentlich noch nichts weiter gemacht. Der hat bei etlichen Sachen zwar mit produziert, zum Beispiel bei Independence Day und sowas und bei Independence Day 2 und bei Godzilla, also bei diesen Emmerich-Produktionen. Also wahrscheinlich stand da irgendwie so sinngemäß im Trailer da, dass der Regisseur irgendwas zu tun hat mit den Filmen von Roland Emmerich oder sowas. Mhm. Ansonsten hat er bei einer Serie, Leverage heißt die, hat er bei etlichen Folgen Regie geführt, bei einer Serie namens The Quest, die Serie, auch noch nicht gehört. Ansonsten hat er da noch nicht sehr viele Lorbeeren verdient gehabt. Was bei dem Film funktioniert, ist auf jeden Fall das ganze Thema so Effekte. Das sieht wirklich Emmerich-mäßig aus. Aber man merkt es ja schon, wo ich jetzt die Story wiedergegeben habe. Also die ganze Idee dahinter und die Dialoge und die ganze Art und Weise, das alles so, wie hieß es mal in einem Rap-Song, durchschaubar wie Plexiglas. Also das, man weiß eigentlich sofort, wenn irgendwas passiert, weißt du genau, ich weiß genau, was passiert. Und selbst wenn es eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später passiert, genau das passiert auch. Genau das, was man sich gedacht hat. Und der Film ist einfach so dumm. Also die Dialoge, die Leute, ich habe es nicht anders erwartet. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht anders erwartet. Ich bin jetzt da auch mit diesen
mit dieser Maßgabe an den Film herangegangen. Das wird jetzt nichts, das wird jetzt kein Oscar-Kandidat sein, sondern vielleicht hat es wenigstens ein bisschen Popcorn-Spaß. Hat es teilweise. Auch nicht durchgehend. Und nachdem ich mal gehört habe, dass man wohl bei der NASA den Angehenden oder die sich bewerben, die Piloten irgendwie den Film Armageddon zeigt und dann müssen die beantworten, wie viele Fehler, wissenschaftliche Fehler in dem Film sind, könnte ich mir denken, dass sie den Film hier auch gut dazu nehmen könnten für sowas, weil da ist wirklich so viel hanebüchener Bullshit da drin. Was kommt wahrscheinlich auf einen hohen dreistelligen Betrag, auf eine dreistellige Summe, oder? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber allein die Sachen, die mir schon aufgefallen sind, und ich habe jetzt nichts mit Astrophysik oder irgendwas zu tun, und ich meine, es geht schon damit los, dass die, wenn er dann in den Weltraum fliegt, da hat er zum Beispiel keinen Helm auf. Die sitzen da ganz normal wie im Flugzeug da drin. Ja, dann fliegt er alles. Ja, ja. Also in dem Raumschiff da hat er keinen Helm auf. Ja, schon klar. Die sitzen alle nebeneinander, so ein Truppentransporter da hoch. Hm, egal. Ah, echt, also pff. Es ist, okay. Popcorn auf jeden Fall. Ist er denn was für mich? Weil ich stehe ja so auf trashige Katastrophen-Weltuntergangsfilme. Ja, wenn's das meinst du, ich könnte den angucken? Wenn es das wenigstens so gewesen wäre, so wie Sharknado, weißt du, dass das alles ein bisschen sich nicht ernst nimmt, aber er nimmt sich selber so auch so ein bisschen ernst und so diese Story dann noch mit seinem Bruder und der Gerard Butler, der hat auch noch so eine Tochter und der muss er dann halt versprechen, dass er lebend wieder zurückkommt, ja, und sie hat da... Sollte man nie tun. Sie hat da solche Bedenken und so, und er nimmt sich so ernst, der Film. Wenn er einfach gesagt hätte, hey, wir haben jetzt nicht viel Geld, aber wir wollen ein paar Effekte machen und so, und alles ein bisschen augenzwinkernd und... Ah, nee. Also nicht wirklich zu empfehlen, der Film. Was weiß ich, wem die anderen Themen alle so zu schwer sind im Kino, der kann vielleicht hier mal einen Blick riskieren. Also die Effekte sind schon ganz cool. Und ich gebe da 5 von 10. Ja, mehr geht da nicht. Und das ist schon mit Wohlwollen. Also, okay. Also ich finde ja, dass das Plakat echt gut aussieht. Ich meine hier mit diesem Wirbelsturm und dann oben Control the Weather, Control the World. Das hat schon Potenzial. Aber von deiner Erzählung her habe ich jetzt nicht wirklich Lust, den Film anzugucken. Als der Film angefangen hat und als es da so losging mit diesem Realitätsansatz, mit den ganzen Wirbelstürmen und so, und dass eben der Mensch dafür verantwortlich ist und gerade so die Länder, die großen Industrienationen wie jetzt USA und China, dass die da viel zu wenig tun, so habe ich gedacht, nicht schlecht, so ein Ansatz jetzt für so einen Actionfilm, ne? Aber dann, was da draus gemacht hat und gerade so die Szenen auf der Erde mit den Effekten, wenn dann irgendwie alles einstürzt, was man so auch kennt von den Emmerich-Filmen, wo dann irgendeiner vorne wegfahren muss und hinter ihm stürzt alles ein, das war auch wieder alles genau so. Aber das war wenigstens noch irgendwie, wo man sagt, wow, cool gemacht, aber dann gab es so gähnend langweilige Szenen auf dieser Raumstation, wo der hochfliegt. Da ist natürlich so eine Truppe oben, mit denen er arbeiten muss. Und die kennen ihn erstmal alle nicht, dass er quasi der Vater des ganzen Systems ist da, in dem die arbeiten. Und ja, da muss man mit denen zurechtkommen. Und er kommt da hin und sagt, ja, habt ihr das schon geprüft? Habt ihr das schon geprüft? Wo ich mir sage, ey, das sind Wissenschaftler auf einer Raumstation. Der schlägt da wirklich völlig banale Sachen vor. Und die sagen, nee, das müssen wir jetzt mal machen, ja. So wie das sehen. Oh, nee. Nee. Wir haben doch so eine schöne Hörerin, die Steff. Die kennt sich doch da so ein bisschen aus. Ich möchte den Film der Steff nicht guten Gewissens empfehlen. Also ich würde ja gerne mal wissen, was sie dazu sagt. Ich glaube, die Steff, die würde nach einer halben Stunde irgendwie... Hat die einen Hassbrief an den Regisseur schreibt. Hat die sich so oft vor die Stirn geschlagen, dass sie ohnmächtig in der Ecke liegt oder so. Okay, nein, das will ich der Steff nicht antun. Ja. Steff, du kannst ja mal gucken. Musst ja nicht im Kino gucken, kannst warten, bis der irgendwie auf Heimkino dann erscheint. Dann kannst du ja mal, wenn du mal was gucken willst, was trashig ist, dann kannst du das ja gerne mal gucken. Oder vielleicht erwischt es ja irgendwo im Flugzeug oder so. Da hat man ja auch manchmal eine ziemlich kuriose Filmauswahl. Ich gucke gerade mal nebenbei, wann der hier so erscheint. Am 12. April erscheint der, Steff. Kannst du dir zu Ostern wünschen von irgendjemand? ich sehe gerade auf Amazon, da haben sogar ein paar 5 Sterne gegeben. Amazon hat da 1, 2, 3,
3,5 von 5 Sternen. Also liegt da auch so im Mittelfeld. Hm. Ja, das war's von mir zu Geostorm. Ich gebe da 5 von 10. Ich trage so das Dokument ein, dass ich es nicht vergesse. Bevor wir zu unserer Rezensions-Blu-ray kommen, die wir dann auch verlosen, mache ich doch erstmal Trolls. Ich habe auf Sky habe ich Trolls geschaut, diesen Film mit den, ja, mit den Trollen halt, ne? Also diese, die man da so kennt. Ich kenne das irgendwie aus der Schule. Da hatten viele Mädchen damals solche Stifte. Da saß hinten drauf so ein, ja, was ist das, ein Kobold mit so langen Haaren. Kennst du die? Ja, ich hatte so Figuren. Ja. Also so kleine Männchen mit diesen bunten Haaren, die alle so in die Luft stehen. Genau. Trolle. Ich wusste nicht, dass man da irgendwie so ein Franchise aufsetzen kann. Das hat man so ein bisschen, also das ist jetzt schwer zu vergleichen, aber es war so ein bisschen wie Diddle. Diddle hatte auch irgendwie, mindestens jeder hatte eine Diddle-Figur und jeder hatte so einen Troll. Ja, Diddle sagt mir auch was, ja. Troll war jetzt nicht ganz so groß wie Diddle, weil für Diddle gab es ja alles. Da hat man ja sogar die Blockblätter gesammelt und gegenseitig getauscht. Ja, einzelne Blätter. Ich lese gerade, wie das entstanden ist. So. Aber Trolls, oder die Trolle, die hat er quasi, also bei uns in der Schule damals, jeder. Sogar die Jungs. Ich lese gerade, wie das entstanden ist. Der Erfinder, mit den Trollen. Thomas Damm heißt er. Lebte von 1915 bis 1989. Und der dänische Holzfäller, der Thomas Damm, hat die Figuren in einer Zeit der Not erfunden als Glücksbringer. Und die ersten Figuren waren noch aus Holz mit Schafwollhaaren. Und bald danach hatte er seine finanzielle Krise dann überstanden, als seine Familie sich mit dem Profit der geschnitzten Wesen eine kleine Fabrik zulegen konnte. Um die Trolle als Massenprodukt aus Plastik zu produzieren, nee, um die Trolle als aus Plastik zu produzieren, Punkt, haben sie eine kleine Fabrik gebaut, genau. Und dann hat irgendwann wahrscheinlich Mattel oder so dann die Rechte gekauft. Die ja auch hier, G.I. Joe gab es ja einen Film, Barbie gibt es ja diverse Filme. Mhm. Und so jetzt auch Trolls. Also ich habe mich ja immer, vielleicht kannst du dich erinnern, wo der in Kinocharts war, ich habe mich immer gefragt, was gehen da für Leute rein in Trollfilmen? Also, ja. Und deswegen, der lief jetzt gestern? Ja, gestern, Samstag, genau. Samstagmorgen irgendwie haben wir gerade fertig gefrühstückt gehabt, da habe ich so durchgezappt und dann waren gerade so die ersten 10 Minuten ungefähr vorbei und ich habe den einfach laufen gelassen, weil den Kindern, die haben da zugeguckt mit und sah irgendwie ganz nett aus und ich habe dann mitgeguckt und ich fand den gar nicht mehr schlecht. Also, nicht dein Ernst? Das ist echt lustig. Es geht halt darum, dass die Trolle, die leben im Wald und sind so, also absolut Feelgood, so tanzen und alles bunt und so. Und dann gibt es noch ein paar von den älteren Trollen, die heben mahnend den Finger und sagen, ja, wir müssen aufpassen hier, weil es gibt auch hier in dem Wald die Bösen, wie heißen die Bergen, glaube ich, ja. Und die wollen uns fressen, weil die Bergen, bei denen ist es so, die sind alle total griesgrämig und grau, sind groß, also wesentlich größer. Die Trolls, die sind hier in dem Film so groß wie die Schlümpfe ungefähr. Und diese Bergen sind, was weiß ich, so groß wie der Gargamel ungefähr, ne? Und die Bergen wollen halt immer die Trolls irgendwie fangen, weil wenn sie da, das wird dann auch ziemlich bildlich gezeigt, wenn sie da halt den Kopf abschneiden von dem Troll, das wird in so einer Art Scrapbook gezeigt, und den dann essen, dann werden sie auch glücklich, ne? Also quasi wie so eine Droge. Sie nehmen den halt so als Droge ein, den Troll. Und, das ist ja voll brutal. Ja. Und da gibt es auch einen von den Trolls, so ein ziemlich griesgrämiger, er ist auch ganz grau, der ist nicht so bunt wie die anderen. Der ist so ein richtiger Prepper, würde man sagen, in den USA. Also der ist so Vorbereitung auf den Weltuntergang. Der hat sich so einen Bunker gemacht mit Vorräten und so. Und als dann mal die Trolls eine riesige Party, die größte Party des Jahrhunderts irgendwie schmeißen wollen, sagt er auch ganz mahnend, ja, lass das mal lieber und schon gar kein Feuerwerk und so, sonst sehen die uns. Und wie es kommen musste, durch das Feuerwerk werden die natürlich angelockt. Und da gibt es eine von diesen Bergen, die fängt halt so ein paar Trolls dann ein, nimmt die mit zurück in ihre Stadt und geht zu dem König hin und sagt, hier, guck, ich habe hier welche gefunden, wir können hier ein großes Fest machen und das große Trollverzehrfest irgendwie machen und da braucht er aber noch mehr, das heißt, sie müssen dann auf die Suche gehen nach den restlichen
Und diese Frau, diese alte Hexe, die gefunden hatte und hingebracht hatte, die hat auch eine eigene Agenda, die will nämlich auf den Thron. Und da kommt dann halt so einiges zusammen. Ich will mal gar nicht zu viel verraten, weil der Film hat mich an etlichen Stellen sehr, sehr überrascht, was da so passiert. Auf jeden Fall die deutschen Stimmen von, ich glaube, Lena Meyer-Landroth spricht die eine und den anderen Typen, den Grießkram spricht, Mark Forster, ist hier ausnahmsweise mal total gelungen, weil die auch viel singen müssen. Und im Gegensatz zu anderen Filmen, wo ich immer voll genervt bin, wenn die plötzlich anfangen mit Singen, hat es hier richtig cool gepasst, weil die haben auch ganz moderne Lieder einfach irgendwie umgedichtet und nachgesungen. Und das war alles irgendwie so passend. Wir haben da total abgefeiert. Wir haben uns kaputt gelacht teilweise, was da passiert ist. Und der Film ist so fantasiereich, da sind ständig irgendwelche Dinge passiert, die jetzt mit der eigentlichen Story nichts zu tun haben. Manchmal auch so im Hintergrund oder ist irgendwas reingeschnippt oder irgendwas, wo man gedacht hat, boah, was haben die sich einfallen lassen? Also sehr, sehr cool, extrem cooler Film. Jetzt verstehe ich auch, warum der so lange in Kinocharts war. Wir haben den, wie ich schon sagte, auf Deutsch geguckt. Also da singen dann auch Lena Meyer-Landroth und Mark Forster die Songs. Und natürlich, manchmal haben sie etliche Chorgeschichten, wo irgendwie das halbe Dorf singt oder mal das. Das ist natürlich dann, weiß nicht, wer da alles noch mit dabei war, aber es sind ja auch namhafte deutsche Synchronsprecher dabei gewesen. Aber cooler Film, kann ich echt empfehlen. Also für groß und klein, witzig. Ist mal wieder so vom Humor her ungefähr wie Shrek. Das heißt, da sind viele Witze drin, wo die Erwachsenen so, weißt du, und die Kinder so, die verstehen es nicht, aber die haben halt wieder eine andere Stelle, wo sie lachen können. Falls du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe aber nicht, dass du den Film gut fandest. Ich habe nämlich tatsächlich, als er auf Sky kam, auch mal reingeschaut. Aber nur so 5 Minuten. Und der war mir definitiv viel zu bunt. Das ist definitiv der bunteste Film des Jahres. Ja, also der war so unfassbar bunt. Ich konnte nicht. Und dann fing die plötzlich an zu singen und ich wusste nicht genau, warum. Und dann war das alles ein bisschen verwirrend. Und ich weiß, da in der Woche, wo ich krank war, habe ich das gesehen. Das heißt, ich war auch noch nicht mal besonders gut drauf. Und das hätte mich ja eigentlich aufheitern müssen, so ein schöner, bunter Film mit Liedern. Nix da. Ich habe noch 5 Minuten weggeschaltet, weil er mir nur auf den Wecker ging. Vielleicht muss ich ihm mal eine neue Chance geben, aber... Ja, kannst ja mal probieren. Läuft ja noch eine Weile. Ich versuche gerade mal rauszufinden, wer die restlichen deutschen Synchronsprecher waren, aber mit Google ist man da hier wenig erfolgreich, oder? Ach hier, doch. Lena Meyer-Landroth, Mark Forster. Ist da noch jemand Bekanntes dabei? Nee, die sagen mir alle nichts, aber die Stimmen selber kennt man doch ganz gut. Also im Original. Also waren das schon mal gehört, ne? Im Original zum Beispiel Anna Kendrick, Justin Timberlake, der auch mit beraten hat beim Soundtrack. Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse heißt der, Russell Brand, Gwen Stefani, John Cleese und so weiter und so fort. Also coole, coole Leute. Und ja, ich fand ihn echt lustig. So, dann kommen wir mal zu dem Film Spacewalker. Spacewalker, den haben wir zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplar, beziehungsweise mehrere. Ich habe hier noch eine Blu-ray und eine DVD, die wir verlosen können. Und da mache ich dann so ein Gewinnspiel, mache ich dann so eine Seite hier fertig und dann könnt ihr da wieder teilnehmen. Hier sei auch mal dazu gesagt, gleich vorneweg, das ist ein Film, den ich so jemand wie Steff empfehlen würde. Also wer sich ein bisschen für Weltraum und so interessiert, der sollte hier mal mitmachen bei dem Gewinnspiel. Wer sich nicht für Weltraum interessiert, sollte vielleicht nicht mitmachen, weil hier geht es nur um Weltraum. Erstmal hat mich ein bisschen überrascht, dass es ein russischer Film ist. Habe ich irgendwie nicht so, weil das Cover sieht alle, ja, deutet nichts auf einen russischen Film hin, aber der ist direkt in Russland produziert. Eigentlich steckt hier auch Timur Bekmambetov irgendwo mit drin. Also ich kann ja russische Schrift lesen und habe irgendwo dem seinen Namen auch erkannt. Ich weiß nicht, ob bei Produktion oder irgendwo Consultant oder irgendwas. Der Timur Bekmambetov, der hat ja diese ganze Wächterreihe gemacht, hier Wächter der Nacht, Wächter des Tages, und hat in USA zum Beispiel Wanted mit Angelina Jolie gedreht. Kennt sich also gut mit diversen abgefahrenen Effekten aus. Und hier in diesem Spacewalker ist quasi die Version von der Stoff, aus dem die Helden sind, einen meiner Lieblingsfilme. Der beschreibt ja die US-amerikanische
den ersten amerikanischen Wettlauf ins Weltall sozusagen mit den Russen, beschreibt hier quasi die russische Seite davon. Das ist quasi die russische Version von der Stoff, aus dem die Helden sind. Allerdings schlägt der Film nicht einen ganz so weiten Bogen wie The Right Stuff, der ja auch sehr, sehr lang geht. Ich glaube, der geht irgendwie 3 Stunden oder so. Der hier geht 110 Minuten und beschränkt sich mehr oder weniger auf eine bestimmte Mission. Und zwar ist das die Mission, die nach Juri Gagarin kam, der ja als erster Mensch im Weltall überhaupt war. Und danach quasi die erste Mission, die dann geplant war, wo der erste Ausstieg im Weltall geplant war. Das heißt, wo jemand rausgehen sollte, gucken sollte, kann der Mensch da überleben? Das wusste man ja alles nicht. Also waren ja alles nur so Vermutungen, ob das geht oder nicht. Und dann halt wieder reinkommen soll und wohlbehalten natürlich nach Möglichkeit auf die Erde kommen soll. Die Regisseur und Darsteller lese ich jetzt mal nicht vor, weil kennt ich nicht. Also ich weiß nicht, ob den jemand von den Hörern kennt. Ansonsten, ich verlinke das mit, da könnt ihr gucken, ob ihr da irgendwas kennt davon. Es wird natürlich auch thematisiert, dass da so dieser kalte Krieg herrscht zwischen Russland und den USA. Und dieser Wettlauf, wer schafft es als erstes? Ne? Damals hat ja Kennedy auch diese berühmte We choose to go to the moon Rede gehabt. Und da waren natürlich auch die Russen ganz schön unter Druck, weil die hatten zwar den Sputnik gestartet und den Juri Gagarin ins Weltall gebracht, aber die Amerikaner haben halt immer wieder nachgezogen. Und irgendwann gab es dann so einen Punkt, wo die Russen fast dieses Rennen verloren hätten. Also die haben es ja dann später verloren, weil sie es nicht auf den Mond geschafft haben. Aber vorher, diese ganzen Schritte sind ein bisschen zurückgeworfen worden. Gab es auch einige Fälle, dass zum Beispiel Raketen dann explodiert sind oder so, nicht gestartet sind. Gerade so die Testrakete, die Vostok 1 oder so. Und ja, damit beschäftigt sich das halt. Was hier sehr interessant ist, ist natürlich, dass hier keine hypermoderne Weltraum-Basisstation, sondern es ist wirklich alles noch sehr, sehr handgemacht, auch wie die Raketen zusammenbauen. Das ist, sieht man so alles so Handarbeit, und da sind jetzt keine Roboter, die irgendwas zusammensetzen in irgendwelchen Reinräumen oder so, sondern das ist alles wirklich zusammengeschraubt, Kabel verlegt, so, und da geht auch einiges schief. Und dann sind sie natürlich im Weltraum, dann geht auch einiges schief und die müssen da reparieren. Und das wiederum fand ich höchst interessant, weil wir haben ja damals, als ich klein war, dadurch, dass ich in der DDR groß geworden bin, haben wir natürlich viel damals auch gelernt, so über die erfolgreichen Weltraummissionen der Sowjetunion und so weiter. Und da hat man diese ganzen Rückschläge, hat man totgeschwiegen. Also die hat man einfach nicht gehört. Das wird halt im Film auch thematisiert, dass wo einiges schief geht, da wird halt einfach die Fernsehübertragung unterbrochen, wird gesagt, ja, alles hat geklappt und so, alles gut. Da wird halt quasi das Volk bewusst dumm gehalten in der Hinsicht. Und genauso, ich habe mich ja schon immer sehr so für Raumfahrt interessiert, deswegen war auch eine meiner ersten Reisen in die USA, ging auch nach Cape Canaveral. Und ich habe auch damals schon alles Mögliche aufgesaugt und so Bücher gehabt. Aber so diese Begebenheiten, die hier drin sind, auch diese ganzen Rückschläge, die waren mir bis jetzt noch nicht so bekannt. Das fand ich sehr spannend und fand ich gut aufgearbeitet. Der Film braucht ein bisschen, bis er in Tritt kommt, aber spätestens dann, wenn die ins Weltall starten und dann, wo die Probleme auftreten, ist so ein bisschen wie halt bei Apollo 13 und so, da steht es halt wirklich auf Messerschneide, was dann so passiert, und fand ich dann doch ziemlich spannend gegen Ende. Und und dann ist auch so, selbst wenn sie auf der Erde zurückkommen, ist der Drops noch lange nicht gelutscht. Da ist auch noch einiges im Argen. Fand ich dann auch ziemlich gut, wie das so dargestellt war, und bin mir sicher, das haben wir so damals nicht gelernt über die einzelnen Missionen, über diese ganzen Fehlschläge, was da alles so schief gegangen ist. Ja. Du kannst da noch gucken, du hast ja die eine Blu-ray, falls dich das interessiert jetzt. Ansonsten, ich habe es tatsächlich auch vor, ihn anzugucken, weil ich fand die Beschreibung generell schon ziemlich cool. Definitiv werde ich ihn noch anschauen. Kann ja dann zum nächsten Podcast meine Info dazu geben. Ja. Kommen jetzt 2 Feiertage, dann werde ich wohl irgendwie die Zeit finden. Genau, mir ist auch gerade eine Frage eingefallen hier für die Blu-ray und DVD. Also zum Beispiel, ich werde den Beitrag noch erstellen. Der Beitrag wird aber erst nach der Sendung online gehen, schätze ich mal.
werde ich dann eine Frage stellen, wie hieß der erste russische Hund im Weltall? Genau, das werde ich als Frage stellen. Da zeigt sich dann auch, wer sich da ein bisschen dafür interessiert. Genau, das war ja das erste Tier. Da haben wir nämlich damals auch gelernt, in der Schule so, ja, die haben den Hund hochgeschickt, alles super und so, um da zu testen, ob ein Lebewesen da überleben kann. Und die haben irgendwas erzählt, so, ja, der Hund hätte wohl am so und so vielen Tag dann irgendwie vergiftetes Futter bekommen, weil die konnten den ja nicht wieder runterholen davon da oben. Und da war jetzt kein Eintrittsszenario wieder vorgesehen. Und was man aber dann jetzt später rausbekommen hat, dass der Hund eigentlich, der hatte überhaupt kein richtiges Futter irgendwie mit, sondern der ist halt einfach verhungert dann so, ganz übel, ey. Tja, ja. Die Wissenschaft. Aber ich weiß das. Ich weiß das tatsächlich, weil, ja. Ich werde es natürlich nicht sagen, aber ich weiß es tatsächlich, weil ich habe ja mal in einem in einer Firma geschafft, die ja Filme aus dem Ausland einkauft und ihr dann hier in Deutschland in die Kinos bringt, also bei einem Filmverleih. Und da gab es einen russischen Animationsfilm über einen Hund im Weltall. Dieser Hund hieß ganz genauso wie der erste Hund, weil es war die Geschichte des ersten Hundes im Weltraum. Deswegen weiß ich das sogar noch. Aha. Ich habe den damals in die deutschen Kinos. Okay, hat ihn jemand geguckt außer dir? Ich musste ihn tatsächlich angucken. Ich musste nämlich überprüfen, ob irgendwelche falschen Untertitel drin sind. Oh, das heißt, ich habe ihn gesehen, noch bevor er im Kino war. Das war quasi mein ich habe tatsächlich einen Tag damit verbracht, Filme anzugucken, um zu gucken, ob die Untertitel alle richtig sind. Voll gut. Russischen Film angucken. Bei uns damals in der DDR war es ja so, es kam im Kino sehr wenig Filme aus dem Westen. Also da war da meistens nur ein Film. Der lief dann irgendwie ein paar Monate, so wie Dirty Dancing oder E.T. oder sowas. Und sonst halt nichts. Und es liefen halt immer irgendwelche russischen oder polnischen oder irgendwas so aus den befreundeten sozialistischen Ländern. Und diese Filme waren meistens so absurd. Da gab es dann auch so dieses geflügelte Wort damals, das gibt es in keinem Russenfilm, weil Wenn irgendwas passiert ist, was so völlig absurd und daneben war, hieß es dann immer, das gibt es in keinem Russenfilm. Ich bin sehr froh, dass das russische Kino den Bogen geschafft hat, weil der Film hier, der ist doch sehr, sehr ordentlich und sehr spannend und hat eine gute Erzählstruktur. Also hat sich sehr weiterentwickelt, auch schon die Timur Bekmambetov, alle Filme, die anderen. Hm. Okay, dann gucken wir mal, was so im Kino anläuft und wie es mit den Charts aussieht. Kino, Charts und Neustarts. In Stuttgart sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist der Lego Ninjago Movie. Wird sich wahrscheinlich, könnte sein, noch ein bisschen verändern, weil jetzt sind ja die Woche Ferien. Vielleicht gehen da viele Kinder noch in den Film rein. Platz 9, Captain Underpants. Platz 8, My Little Pony. Platz 7, Der kleine Vampir. Sind ja nur Kinderfilme. Meine Güte, was ist los? Platz 6 ist Cars 3. Ah, jetzt kommt der erste Nicht-Kinderfilm. Platz 5 ist Blade Runner 2049. Platz 4 ist S. Platz 3 ist Der Schneemann. Werden wir bei diesen Temperaturen auch bald draußen haben. Mhm. Platz 2 ist Geostorm. Hey, Platz 2, nicht schlecht, ey. Platz 1 ist Fuck You, Goethe 3. Ja. Und was läuft neu an hier in Stuttgart? Gucken wir doch gleich mal. Am 2.11. starten folgende Filme. Der erste ist Mathilde, Liebe ändert alles, mit Michalina Olsanska und Lars Eidinger, ein opulentes Historiendrama aus Russland, um die Ballerina Mathilde, die eine stürmische Liebesaffäre mit dem jungen Zar Nikolaus II. Hatte. Puh. Gauguin läuft noch an mit Vincent Cassel, ein Biopic über den französischen Maler Paul Gauguin, der die letzten Jahre seines Lebens auf Tahiti verbrachte, wo er zu einem neuen Stil fand. Casting läuft noch an. Eine, ich nehme mal an, österreichische Satire, weil es wieder von diesem Piffel-Filmverleih, da hatten wir ja schon einiges in der Sneak von sehr zweifelhafter Qualität. Eine Satire über die Filmindustrie, die Machtkämpfe hinter den Kulissen und die Hoffnungen eines gescheiterten Schauspielers, den Durchbruch doch noch zu schaffen. Dann läuft noch was an. Barbie, die Magie der Delfine. Animationsfilm aus dem Barbie-Franchise um einen spannenden Tauchurlaub, bei dem Barbie die seltenen Regenbogendelfine entdeckt. Boah. Ich dachte immer, die sind Direct-to-DVD, die ganzen Barbie-Filme.
The Secret. Ganz viele Filme, die direkt, die erst ins Kino kommen. Gerade diese Barbie und so, finde ich immer voll faszinierend. Bei Tinkerbell war es ja auch so. Die ersten gab es nur Direct-to-Video und dann später erst, nachdem sich da eine gewisse Fanbase erarbeitet hatten, sind die dann auch ins Kino gekommen. The Secret Man mit Liam Neeson und Diane Lane, ein Spionage-Thriller mit Liam Neeson als FBI-Agent Mark Felt, der seine Karriere riskiert, als er Informant über die Watergate-Affäre an die Öffentlichkeit bringt. Nee, stimmt irgendwas nicht. Müsste ja heißen, als er Informationen über die Watergate-Affäre an die Öffentlichkeit bringt. Ja, oder? Pokémon läuft noch an. Der Film, du bist dran. Rechtzeitig zum 20. Jubiläum der beliebten Pokémon-Anime feiert der 20. Film der Reihe noch einmal die Freundschaft zwischen Ash und Pikachu. Oh, Pikachu! Good Time mit Robert Pattinson und Jennifer Jason Leigh. Ein realistisches, packendes Gangster-Drama über zwei Brüder, die nach einem gescheiterten Coup in einen Strudel aus Gewalt versinken. Boah. Lady Macbeth mit Florence Pugh, Cosmo Jarvis. Ein Kostümdrama um eine starke Frau, die sich im viktorianischen England gegen die Unterdrückung durch ihren Ehemann auflehnt und eine folgenreiche Affäre beginnt. Dann läuft noch an, oh, läuft da viel an jetzt, Ferien. Professor Marston and the Wonder Woman, ein mit Rebecca Hall und Luke Evans, ein Drama über den Psychologen und Wonder Woman-Erfinder Dr. William Marston, dessen Comics aufgrund ihrer Sexualität seinerzeit einen Skandal provozierten. Aha, muss sowas für euch sein, oder? Ihr Comic-Fans, ne? Der Nobelpreisträger. Eine Tragödie um einen Autor, der in seine Heimat zurückkehrt und dort die Personen trifft, die ihn inspiriert haben. Sehr zum Leidwesen der Porträtierten. Oh, kommt noch ein Weltraumdrama, ein russisches, nachdem wir jetzt gerade das hatten. Soyuz 7, historisches Weltraumdrama um die Mission einer russischen Soyuz-Rakete, die im Jahr 1985 zu einer gefährlichen Rettungsmission im nahen Orbit aufbricht. Okay. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck mit Tom Schilling und Sebastian Koch. Ist ein Drama vom eben Florian Henkel von Donnersmarck, der ja schon einen Oscar gewonnen hat für das Leben der anderen, um einen jungen ostdeutschen Künstler, der sich seiner traumatischen Vergangenheit stellt. Oh. Eieiei. Komm, schwerer, starker Tobak hier. Übel, schwere und Kost. Schwere Kost. Ist noch eins, das hatten wir mal bei den Tipps irgendwie mit dabei. Patty Cakes, Queen of Rap, modernes Rap-Märchen um die junge Musikerin Patty Cakes, die eine Karriere als Gangster-Rapperin starten will, um ihrem armen Umfeld in New Jersey zu entkommen. Okay, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Oh, das war viel. Wer soll das alles gucken? Das kann man doch gar nicht alles gucken hier. Naja, aber ja, man braucht ja auch noch Zeit für Spiele. Games. Du wieder. Was? Ich ja. Super Mario Odyssey ist angekommen. Also Just Dance 2017 ist auch angekommen. 2018, ich weiß gar nicht, welche Nummer, aber darüber brauchen wir nicht reden. Das kennt ja jeder, weiß, wie es funktioniert. Tanzen. Aber jetzt, ja, genau. Aber jetzt ist auch Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch bei uns angekommen. Und was ein geiles Spiel. Also, weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, was soll man sagen? Ist halt Nintendo, aber halt ist halt Mario, aber in 3D mit super witzigen Einfällen. Der schlägt die Brücke von den ganz alten Mario bis zur allerneuesten Technologie. Und also, wer sich irgendwie für Super Mario oder sowas interessiert oder wer da was damit anfangen konnte, der muss das Spiel haben. Also, das ist ein sogenannter, ich glaube, ein Systemseller. Also wer jetzt für Weihnachten vielleicht ein Geschenk sucht für die Kinder, kann ich so eine Nintendo Switch nur empfehlen, weil zum einen die Spiele sind kindgerecht, die es da drauf gibt, und es gibt aber auch ein paar Erwachsenenspiele, aber man kann das halt alles ganz gut absichern, dass die Kinder nicht die anderen Sachen spielen können. Und ja, ganz, ganz toll. Extrem fantasiereich. Man kann so viele Sachen entdecken und machen und tun, und das ist total irre. Total irre. Super Mario Odyssey. Wer dazu eine Frage hat, kann mich gerne direkt fragen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir nicht großartig
hier vorstellen, worum es da geht. Da musst du wieder, total lustig. Musst wieder irgendwelche Sachen einsammeln, da irgendwelche Monde. Damit wird so ein kleines Raumschiff betrieben. Damit kann er von Welt zu Welt fliegen und ja, dann halt die verschiedenen Sachen entdecken. Gibt es riesige Welten. Ich war da bis jetzt in so einer, weiß nicht, so einer tropischen Wasserfallwelt und ist halt alles so komplett 3D, Open World. Also man kann überall hinlaufen und verschiedene Sachen machen, irgendwas entdecken. Und selbst wenn man denkt, man ist da schon irgendwo durch, dann ja, finden wir plötzlich noch irgendeinen Geheimgang und dann ist plötzlich was ganz, ganz anderes. Und ja, sehr empfehlenswert. Super Mario Odyssey. Gibt es, glaube ich, auch auf der, gibt's das auf der Wii U? Ich weiß gar nicht. Also Switch auf jeden Fall. Und da sehe ich gerade bei Amazon ist es Bestseller Nummer 1. Gerade bei Nintendo Switch und wahrscheinlich auch insgesamt bei Games, schätze ich mal. Zu Recht. Ja. Ja, dann hast du noch irgendwas geguckt? Das Serien hast du gut Raumschiff-Enterprise. Ich überlege gerade, ich habe Star Trek die neue Folge angeguckt. Mhm. Und ansonsten, ich hatte das Problem, dass ich die Woche zu nichts gekommen bin. Das war nicht so einfach, die Woche. Also brandaktuell Neues, ganz nie neu habe ich nicht geguckt. Nee. Dann gucken wir mal in die Rätselecke. Rätselecke. So, du warst ja letzte Woche nicht da, da habe ich nämlich ein Rätsel gemacht. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie ich es umschrieben hatte, kam da bei dir irgendwas an? Was ist? Ich habe keine E-Mail bekommen zuletzt. Keine E-Mail, war das zu schwer? Nein. Dabei war das eigentlich ganz einfach, es war nämlich Raumpatrouille Orion. Ja. Naja. Ja, das ist ja traurig. Auch nicht von dem anderen Rätsel hier, nee. Also nee. Von dem zweiten, also das zweite war Crocodile Dundee in Los Angeles. Da war ja die Frage, gute Aussicht, ohne Flinte sitzt ein Jäger ruhig auf einem Ast. Und die Lösung dazu, der Jäger paddelte mit seinem Kanu durch einen Sumpf, als ein Riesenkrokodil das Boot zum Kentern brachte. In letzter Sekunde konnte sich der Jäger an einem herabhängenden Ast hochziehen, während sein Kanu und die Flinte untergingen. Doch der Ast ist morsch und knackt schon bedrohlich und im Wasser lauert das Krokodil. Ja, Crocodile Dundee in Los Angeles. Naja, hast du für heute was? Ja. Cool. Vielleicht macht da wieder jemand mit. Die warten alle, dass du das selber machst, siehst du? Wahrscheinlich. Ist eben nix hier. Aber ich suche halt auch immer die coolsten Filme aus. So, ach, aufgepasst. Ich muss sogar an diesem Text diesmal nichts verändern, weil er richtig schön nichtssagend ist. So, Achtung. Die Idylle eines Naherholungsgebiets wird erschüttert, als ein urzeitliches Monster Köder samt Angler verschluckt. Auch Wassersportler munden dem Biest. Der örtliche Sheriff nimmt die Fährte auf und kommt einem Forschungsteam auf die Spur, das ein außer Kontrolle geratenes Experiment, ich kann aber reden, vertuschen will. Das ist bestimmt irgendwas mit Haien. Irgendwas mit Haien bestimmt. Ich liebe es. Ich habe auch noch eins. Das heißt gefüllte Torte. Die Hochzeitstorte ist riesengroß und auf das vereinbarte Stichwort soll das Mädchen lächelnd und tanzend aus der Torte herauskommen. Soll. Tut es aber nicht. Es ist nicht Erika Eleniak in Alarmstufe Rot, kann ich dazu sagen. Es ist ein anderer Film. Naja, mal gucken, wer das jetzt rauskriegt. Interessant. Ja. Es ist nichts mit Haien bei mir, glaube ich. Ich kann so viel sagen, bei mir sind es auch keine Haie. Keine Haie? Nein. Jo, naja, aber wir haben ja hier einen Kommentar gekriegt zur letzten Sendung. Das heißt, wir werfen mal einen Blick in den Briefkasten. Briefkasten. Da hat nämlich der Spreewurm, herzliche viele Grüße, hat nämlich kommentiert zu Fari Yardım. Ich soll mir mal den Kinofilm mit ihm von 2015 reinziehen. Der heißt 8 Sekunden, ein Augenblick Unendlichkeit. Da hat er die Hauptrolle. Der Film ist zwar von Til Schweiger produziert, er spielt aber darin nicht mit. Und dann hat er auch noch, neue Wertung. Er hat noch geguckt, Geostorm mit Gerard Butler, Jim Sturgis, Anna-Maria Lara? Ich dachte, die heißt Alexandra Maria Lara. Als Weltraumstation Ed Harris, Andy Garcia. Er gibt 7 von 10. Boah. Okay. Okay. Und
in irgendeiner Film-Rausch-Sneak in Berlin lief 120 BPM. Hat den großen Preis der Jury bekommen, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Pride. 8 von 10 gibt er da. 120 BPM, das klingt ja, ja von der Geschwindigkeit her klingt das ja eher so nach, weiß nicht, Hip-Hop oder so. Also auf jeden Fall kein Techno oder so. Das wäre ein bisschen schneller, glaube ich. Worum geht's denn da in dem Film? BPM, wofür steht BPM? Beats per Minute. Minute, ich kenne nur VPM. Nee. Also WPM, so. Nee, BPM, da misst mal die Geschwindigkeit von Musik, also wie viel, wenn du jetzt Musik komponierst oder so, kannst du ja den Taktgenerator irgendwie einstellen auf so und so viel, so meisten Pop-Songs. Ja, wie gesagt, ich kenne das von Reden mit Words per Minute. Ach so, ja, das ist... Ich gucke gerade hier, BPM ist ein französisches Filmdrama. Irgendeine Aktivistengruppe, um mehr Dynamik und Politisierung in die Thematisierung von AIDS zu bringen. Was hat denn das mit BPM zu tun? Ah, egal. Jo, das war der einzige Kommentar. Siehst du, wenn du nicht dabei bist, da kommen hier keine Kommentare. Heute wird es wieder alles über. Das finde ich sehr schade, Leute. Ihr könnt auch kommentieren, wenn ich mal nicht dabei bin. Heute wird eine Flut von Kommentaren kommen. Vielleicht haben ja viele auch, wie ich, morgen Brückentag. Da sind ja dann zwei Feiertage, die wir ausnahmsweise mal dieses Jahr in ganz Deutschland alle gemeinsam haben. Weil sonst... Also ich habe einen halben Brückentag. Ah, sehr gut. Ich hatte einen ganzen, habe mich aber dann entschieden, auch einen halben draus zu machen. Ich habe schon gehört. ich werfe jetzt mal einen Blick in eure Amazon-Bestellung, liebe Hörer. Denn im Gegensatz zu euren Kommentaren ist ziemlich viel passiert bei der Amazon-Bestellung. Und zwar hat jemand bestellt Folia 8965 Faltblätter 15x15. Das sind irgendwelche Origami-Blätter, wenn ich es richtig sehe. Was ist das? Zuckerwatte-Träume. Warum kann man Fettnäpfchen nicht einfach aufessen? Hat jemand ein Buch bestellt. Japan für die Hosentasche. Was Reiseführer verschweigen. Kaiser Naturfälle Fußsack. Hier hat sich jemand einen Fußsack bestellt für die kalte Jahreszeit. Was ist das? Delo-Ring. Ein Geduldsspiel. Sieht aus wie eine Fahrradluftpumpe. Delo-Ring heißt das. Sieht aus wie ein Stück von. Sieht aus wie ein Stück von einer, wenn man zu Hause irgendwie einen Abfluss repariert oder sowas. Ein 10 Meter Ethernet-Patchkabel. Was ist das? Ein RJ45 Modem-Datenkabel. Homeland Season 1, das kenne ich. Brauche ich nicht anklicken. Conchos Ledergürtel. Oh, mit übelsten Nieten. Punk and Gothic Leder-Nietengürtel. Was haben wir noch? Beauty Smooth Hair. Eine Cosplay-Perücke. Mit langen... Das ist Halloween. Ja. Halloween ist nicht Cosplay. Aber da braucht man auch Kostümsachen. Ein Riesenset, 20 Stück Neodym-Magnete, extrem stark. Was ist das? Humans Vinyl-LP von den Gorillas. Ah, ist das eine neue? Anscheinend. Mhm. Neue LP von, was ist das? Meine Güte, das ist ja doch relativ viel. Spinnenfänger, Spider-Catcher. Das wäre was für uns. Sieht aus wie ein, ja, wie irgendwie so ein, da ist vorne so eine Bürste dran, die sich irgendwie so schließt, wenn man da dran geht und dann ist die Spinne gefangen. Interessant. Dann kann man nur eine Spinne fangen, oder wie? Ja, eine und die lässt er dann frei. Also die lebt dann noch. Das ist vorne wie so ein Stück Besen dran und das schließt sich dann so und dann ist die da drin gefangen. Dann noch. Braucht er dann ungefähr 10 Stück von diesen Dingern? Nein, du brauchst eine. Du kannst auch Spinne für Spinne raustragen. Bis ich eine Spinne gefangen habe, sind schon wieder 3 neue da. Ja, zurzeit. Kollegen sagen auch, es wird wohl ein kalter Winter, weil bei Kollegen die Katzen, die fressen irgendwie sehr viel. Das ist irgendwie ein sicheres Zeichen. Und jetzt kommen auch viele Viecher und so, die sich irgendwie ihren Weg nach innen suchen. Das ist ein sicheres Zeichen, dass irgendwie ein harter Winter wird. Farin Urlaub, Berliner Schule. Hat jemand eine CD gekauft und Mastermind, mentales Training für Kletterer und Boulderer. Vielen Dank an alle, die sich jetzt hier wiedergefunden haben, die einen von diesen Artikeln bestellt haben und damit den Kinocast etwas unterstützen, weil wir bekommen da eine kleine Provision. Euch kostet es ja nicht mehr. Deswegen, wenn ihr irgendwie was bei Amazon holen wollt, zum Beispiel
ja, Super Mario oder so, keine Ahnung, klickt vorher da drauf und dann kriegt man da ein bisschen was ab. Und wer uns sonst noch irgendwie unterstützen möchte, findet das über den Danke für eure Unterstützung Menüpunkt. Oder natürlich auch Kommentare schreiben. Das ist eine Unterstützung auf der mentalen Ebene, ja. Dann irgendwie was Nettes schreiben oder irgendwie coole Hinweise geben auf schöne Filme, die wir vielleicht, wie jetzt hier diese 120 BPM oder so, die wir überhaupt nicht kannten. Wird immer sehr gern genommen, auch Serien. Ja, ansonsten, wenn du nichts weiter hast, dann nö. Gehen wir nachher mal ins Stadion, gucken mal, wie es so wird heute bei dem Wetter. Kalt wahrscheinlich. Und, ja, aber mittlerweile ist wieder Sonne draußen. Heute früh war es ganz eklig, so richtig so ekliger Wind. Toll und heute Morgen. Wind und Regen und bäh. Also ich fand es toll, mein Hund fand es auch toll, der hat nämlich erstmal Blätter gejagt. Das ja. Also wenn es nur Wind ist, okay, aber da war noch Regen dabei. Also das ist dann ein bisschen ekelhaft, wenn man einen Schirm hat und der Regen kommt so quer, dass es unter den Schirmen ins Gesicht nass regnet. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön, da hast du recht. Jo. Na gut, vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Achso, wir müssen ja noch sagen, wenn ihr da eine Lösung habt für das Gewinnspiel, habe ich ganz vergessen. So, ja, genau. Kate@kinocast.net einfach schreiben. Aber das wissen die meisten ja schon. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.